13 steht heute auf dem Plan. Und ihr seht schon, wir sind heute ein kleines bisschen sportlicher angezogen. Das hat den einfachen Grund, dass wir uns heute einer Challenge stellen wollen. Deshalb habe ich hier auch die zwei Blatt Papier in der Hand. Wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht. Wird natürlich nachher auch nochmal eingeblendet. Und wir werden eine sogenannte Yoga-Challenge machen. Das Ganze natürlich nicht paarweise, Corona und so, sondern eben alleine. Wir haben uns leichte Sachen ausgesucht. Ob wir das Ganze hinbekommen? Naja, also keiner von uns hat jemals Yoga gemacht. Also bitte seid nett zu uns. Wer Lust hat, versucht das Ganze mitzumachen. Ich habe von den Jungs gesagt bekommen, ich soll das Ganze vormachen und sie machen nach. Mal gucken, wie das klappt, weil ich kann das auch nicht. So Jungs, wir fangen an mit einer Sache, die wir eben im Warm-up gemacht haben. Gehen wir alle runter auf den Boden. Ja, das kann ich. Das kriegen wir hoffentlich alle hin. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir legen uns hin. Machen die Füße schön zusammen, entspannen uns und schlafen ein. Okay, super. Nein, das tun wir natürlich nicht. So, ihr sollt die Hände aufstellen, ungefähr auf Hüfthöhe. Lasst euer Becken am Boden und drückt euch nach oben. Genau, so weit wie es irgendwie geht. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne, habe ich gerade gesehen auf dem Bild. Ja, okay. Genau. Und wie nennt sich diese schöne, grazile Pose? Das ist der Upward Facing Dog. Wir sind alle Hunde. Und um da rauszukommen, machen wir doch direkt den Downward Facing Dog. Kniet euch mal so hin wie ich. Genau, und jetzt stellen wir die Füße einmal auf. Ja, ich überlege gerade, wie wir da am besten hinkommen. Füße sind ungefähr zusammen. Und wir wollen hier hin. Genau. Ich guck mal, was liegt am Ständen und so zurück. Genau. Also theoretisch sollten jetzt die Fersen am Boden sein. Sind sie. Ja. Ich sehe bei Anke auf jeden Fall nicht mehr so. Und theoretisch wollen unsere Arme eine Verlängerung unseres Beckens oder der Hüfte sein. Also theoretisch eine gerade Linie. Ja, ich glaube, ich bin eher krumm. Warte nicht mal. Okay, wollen wir uns wieder hinstellen? Ja. Super. Träumchen. Gedehnt haben wir uns schon mal ein bisschen. Was habe ich denn hier noch so? Finde ich gar nicht so einfach. Sachen zu machen, die wir alle hinbekommen. Oh, ich habe was Schönes. Wir haben uns hier jetzt extra schon... Wir haben das eben schon mal ausprobiert. Das war sehr lustig. Aber eigentlich kriegen wir das alle hin. Leute, legt euch nochmal auf den Bauch. Oh nein. Oh doch. Was kommt jetzt? Das Ding heißt... Kann ich nicht lesen. Finde ich gut. Aber, klappt die Beine hoch? Mhm. Dann fassen wir... Von außen einmal unsere Knöchel und ziehen uns hoch. Nee, das geht besser als vorher. Ja, man sollte dazu sagen, entspannt euch Jungs. Wir haben ein kleines Warm-up vorher gemacht. Also was? Ich habe die Jungs aufgewärmt. Das solltet ihr übrigens auch tun, bevor ihr das macht. Ja, wäre nicht schlecht. So ein bisschen warm tut er nicht. Ein bisschen warm. Was machen wir denn noch? Jungs, ich habe eine tolle Idee. Geht mal in die Hocke. Also ich glaube nicht, dass man im Yoga so rein soll, aber... wenn wir eine Hand nach hinten aufstellen. Jetzt wird es interessant, was kommt jetzt? Und jetzt das Becken hochdrücken. Und den Kopf Richtung... ja. Wohin? So, dass ihr die Hand nach hinten abstellen könnt. Wie, warum geht man denn so in eine Brücke? Weil es bequemer ist als auf dem Stamm. Kann ich eine andere Rumpf machen? Komm ich nicht hin. Was ist das? Und dann schön nach vorne drücken. Was habe ich wohl damit drücken? Was hätte ich wohin drücken sollen? Das fällt egal. Also man kann das auch direkt aus dem Stand. Das mal zur Seite. Ja, kann man auch. Kannst du das? Ich probiere es. Oh, Carsten. Oh Gott. Ja. Nicht hier liegen bleiben und weiter. Und jetzt, wenn du das machst. Das muss ich jetzt auch machen, ne? Ja, ich bin raus. Ich habe das auch einmal gemacht mit dem Ohr. Wir haben jetzt Akrobatik mit Ela, oder was machen wir jetzt? Also ich habe das vorgemacht, ja. Ich kann das auch. Konnte ich das machen. Das müsst ihr nicht zu Hause nachmachen. Ja, weil ihr auf den Kopf fallen könntet. Das bei Elegant Health bei mir. Ja, und dann so schön nach vorne drücken. Mhm. Und dann hinlegen. Das kann ich wieder. Gut. Gut. Gibt es da eine, die du vielleicht auch nicht kannst? Damit wir uns alle drei. Und zwar nicht das mit den Händen aufstützen. Ja,
Ja, nee, deswegen nehmen wir das auch nicht. Ich bin mir unsicher, was können wir denn alle nicht? Ich habe auf jeden Fall eine Idee, was wir alle könnten. Na. Und ich glaube, sich gerade gut anfühlen würde. Eine sogenannte Reverse Plank. Dafür, Füße nach vorne, Kopf nach hinten. Na. Super. Super. Fingerspitzen zeigen zum Po. Und dann wollen wir uns auch wieder im Grunde genommen hochdrücken und den Kopf nach hinten fallen lassen. Finde ich super. Okay. Ja, ist okay. Becken hoch, ne? Ja. Ah, schön. Ja, ja, ja. Schön. Soll der Fuß eigentlich komplett auf dem Boden sein? Und absetzen. Puh. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ihr habt mich hoffentlich nicht zittern sehen. Mich auch. Das sieht niemand irgendwas. Ja, so. Und dann... Nein. Das winkel will ich sehen. Wenn das einer kann, dann kann bitte niemand. Ein Foto. Das kann niemand. Es gibt so eine Taube. Steht da, Pigeon. Taube, ja. Ja, pass auf. Setzt euch so hin, dass das rechte Knie nach vorne zeigt. Das linke Knie, also das linke Bein, nach hinten. Genau. So ungefähr so. Okay. Aber so. Ui. Gut. Oh nee, nee. Oha. Was, warum denn denn? Ja, weil da mein Rücken genau wie bei Antje schon dicht war. Gott, ich wollte. Bin ich so eine halbe Taube immerhin? Anni, du bist die schönste Brieftaube, die ich hier mal gesehen habe. Okay. Gerne. Okay, oh. Wenn wir schon mal da sind. Ja. Krieger 1, scheint mehrere Krieger zu geben. Ausfallschritt. Ausfallschritt. Der hintere Fuß sieht ausgedreht aus. Wir gehen relativ weit runter. Und ich glaube dann einfach nur so. Ich bin mir nicht so sicher, das fühlt sich an wie eine Dehnübung. Das ist so ein bisschen die Taube im Stehen. Und damit habe ich gewonnen. Oh. Ist doch schon warm zufällig. Ja, schon bevor wir angefangen haben. Okay, ja, was gibt's denn noch so? Was wollen wir denn noch ausprobieren? Also ihr müsst wissen, da sind ein paar Sachen drauf, die sind... Schwierig. Also nicht für Beginner, so wie es draufsteht. Also es gibt da eine Übung. Da soll man auf beiden Händen stehen und dabei aber quasi in so einer Plank sein. Das und dann halt hinten auch noch hoch, aber... Genau, ich glaube, das geht, wenn du deinen Ellbogen einstützt. Wo soll ich die denn einstützen? Wie soll ich die denn an meine Hüfte bekommen? Ich weiß nicht, aber ihre Fingerspitzen zeigen nach hinten. Ja, Carsten! Hey! Fast ein bisschen Breakdance. Ja, die Sache ist die, ich habe mal kurz Breakdance gemacht. Ich bin raus. Und da gibt's einen Freeze, der ist ähnlich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das so geht. Den Freeze, den kann ich. Das da nicht so. Was? Ja, jetzt versucht man deinen Ellenbogen an die Hüfte zu kriegen. Annie. Ja, die machen das irgendwie so hier. So. Oh. Und dann fallen sie um. Mega. Also ich kann mir das in der Theorie vorstellen, in der Praxis kann ich das leider nicht ausführen. Ja. Ja, ja, das war das, was wir alle nicht können. Ach so. Der Rest kann ich ja. Weiß nicht, die Brücke kann ich. Oh, ich habe was Schönes. Mhm. Legt euch mal zur Seite. Also geht mal zur Seite. Beste Übung. Wir legen uns auf den Rücken. Okay. Ich freue dich gleich. Die Jungs freuen sich gleich tierisch. Ich glaube nicht. Beine anziehen. Ja. Und umarmen. Wie? Das war's? Ja. Und dann? Bist du fertig? Ach so. Hä? Soll das Becken dabei auf dem... Also das Becken nicht... Wie heißt denn die? Keine Ahnung, das kann ich nicht aussprechen. Schön. Pavana Muktasana. Also sie riecht förmlich an ihrem Knie. Okay. Haben wir das auch so gemacht? Also, haben wir das so gemacht? Sie riecht hier dran und liegt da auf dem Rücken. Oh, könnt ihr euch erinnern, in der Grundschule, wenn man das Schaukelpferd machen musste? Nee. Carsten? Irgendwer? Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Schaukelpferd. Also ich habe das mal gemacht, aber nicht als Schaukelpferd und nicht in der Grundschule. Aber wenn wir schon mal bei der Grundschule sind, guck mal, was wir alle hinkriegen.
Ja, doch, natürlich. Und dann gab es noch so was anderes. Es ist aber nicht hier mit. Doch, es ist wohl drauf. So, passt auf. Kerze. Also, ich kann so eine schiefe Kerze, ja. Und so eine gerade, wenn sie den wohl auch hinkriegen. Oh, warte. Ich hoffe, ich bin noch im Frame. Ich weiß nicht, wo ich bin. Also eine Kerze im Wind. Ja, aber wenn man von dieser Kerze aus. In die Hosenbrücke. Was? Nah. Was? Nein, man kann von dieser Kerze aus. Ups. Kann man, bestimmt, ich nicht. Jetzt hat mein Nacken geknackt. Dann mache ich das erst lieber nicht. Aber das gehört auch dazu. Aber ich glaube, dass ich für so. Das war aber für den Anfang schon nicht schlecht. Jetzt gibt es noch eine Sache, die haben wir vorhin auch schon ausprobiert. Und. Das ist so der Abschluss von allem. Ich glaube. Oder? Weiß nicht, ist das der Abschluss? Ich würde von dem einen das letzte Details Abschluss für dieses Video. Oh ja, das ist toll. Nein, ich dachte, wir machen nochmal das. Wir haben eben auf dem Teppich schon so ein bisschen was ausprobiert. Oh nein. Und da haben wir so gekniet. Mit dem Becken nach vorne. Und dann kann man mit den Handrücken nach außen zeigend, genau, kann man seine Knöchel fassen. Und dann auch entsprechend den Kopf nach hinten fallen lassen. Guck mal, er ist wieder bei mir, hat das Bild nämlich auch gesehen. Also Carsten und ich haben es hingekriegt. Ich weiß aber nicht mehr wie. Naja, im Zweifelsfall. So. Wie weit dürfen die Beine denn auseinander sein? Keine Ahnung, es ist eigentlich gezeigt. Ich komme da nicht hin. Ich sag das, ich hab Angst, dass ich hinten rumfliege. Oder? Mir wehtun. Ja, komm, dann machen wir das und beenden mit der allerletzten Übung. Oh ja, die letzte Übung ist die beste. Carsten hat sich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Ja. Und damit sind wir dann auch raus für heute. Die ganze Übung sieht so aus. Ich mach das vor, es ist besonders schwer. Und zwar, wir setzen uns auf den Po. Okay. Gut, ne? Ja. Beine nach vorne ausgestreckt. Naja. Fertig. Gut. Habe ich da jetzt mein Yoga-Abzeichen gekriegt? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, keiner von uns kriegt ein Yoga-Abzeichen. Vielleicht habt ihr ein bisschen gelacht. Wir haben gelacht. Und damit sagen wir, Dankeschön fürs Zuschauen. Einen schönen 13. Dezember. Und wir sehen uns hoffentlich morgen in alter Frische wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.